Auf Wiedersehen. Alter, hast du die Wohnung abgerissen oder was? Was willst du hier? Du hast einfach mal die Wohnung abgerissen. Willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Clash zusammen mit Revi. Hi, ich bin Revi. Und Pala. Hi, Freunde. Na, alles gut bei euch? Seid ihr ja drauf? Seid ihr gut drauf? Habt ihr Bock zu feiern? Dann lasst uns zusammen alle was Lustiges tanzen. Lasst uns zusammen feiern. Eine dicke Party. Und auch mal reiern. Wer hat Lust auf eine Party? Zur Party? Zur Party! Und ich sag, was geht? Zur Party! Wir gehen alle zur Party. Wir gehen alle zur Party. Und einer ist nicht eingeladen, das wäre dann ich. Warst du früher nie eingeladen zur Party? Nicht mal zu meinem eigenen Geburtstag. Nicht mal zu meinem eigenen. Immerhin wurde er gefeiert. Das, ja, guck, der kann sich ja echt nicht. Ja, aber das war nur ein Grund, dass alle anderen Kinder Spaß haben durften und ich nicht. Das Leben. Babys Eltern so. Tut mir echt ein bisschen leid, obwohl ich dich nicht mag. Das stimmt gar nicht. Du hast im Urlaub gesagt, dass du mich ganz doll magst und auch mal küssen willst. Nein. Nein. Das hast du geträumt. Das habe ich nicht geträumt. Das war real. Sag, bist du real, Deda? Ich frage nur noch einmal. Bist du real? Ich frage noch einmal. Ich frage nur noch einmal, ob du real bist. Okay. Aber. Wie ging das nochmal mit du liebst mich einfach nicht. Oh, das war auch immer schön. Du. Du liebst mich einfach nicht und deswegen liebe ich dich jetzt auch nicht mehr. Genau. Ja, oh, Leute. Das ist schön von dir, Papa. Ich habe eine Krankheit in meinen Lungen. Oh, Leute. Das finde ich schön, dass du das hast. Ja, das ist nicht lustig. Ich finde schon sehr witzig. Okay. Lustig. Leute, was geht bei euch so ab? Verschiedenes. Okay. Also. Ich will euch eigentlich töten, so ganz gerne, weißt du? Aber ihr habt das Gefühl, ihr seid nur in der Erde und verbuddelt euch. Sind wir real und verbuddeln uns? Das ist ja nicht so real, sich einfach zu verbuddeln. Das würde ich nicht sagen, Felix. Ich würde sagen, es spitzt sich zu in Minecraft Clash. Es spitzt sich zu? Nee, es spitzt sich zu. Es spitzt sich zu. Der Krieg wird kommen. Ob ihr das wollt und nicht wollt. Ich bin echt mal, wie gesagt, ich bin wirklich gespannt, wer das hier gewinnt. Letztendlich haben wir alle sehr ambitioniert gespielt. Und da ist es natürlich schwierig, da einen Sieger auszumachen. Alter Schwede, das wird wirklich kritisch. Vor allen Dingen bin ich halt wirklich, ich bin halt die ganze Zeit überlegen, weißt du, wenn du jetzt im Endstadium bist, was ist die beste Taktik? Was machst du? Ne? Naja, der Punkt ist, man kann es auch kein bisschen, ich glaube, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, man kann es irgendwie kein bisschen irgendwo einfach nachgucken oder sonst irgendwas. Man muss da selbst irgendwie für sich herausfinden, was da sozusagen das Sinnvollste ist, was man irgendwie machen kann. Seid mal ehrlich, habt ihr Angst? Ich habe immer Angst. Naja, ich habe halt keine Gegner, die irgendwie relevant sind, deswegen habe ich keine Angst. Ich habe keine Gegner, die alles relevant sind. Das ist kein Problem für den DNATV. Das Ding ist halt, ich habe... Wow! Was zur Hölle, Alter? Och Mann, Alter! Oh! Oh, wie unreif! Wie unglaublich unreif von ihm! Oh! Wir haben vorher... Okay. Das war's von Minecraft Clash, Freunde. Auf Wiedersehen. Alter, hast du die Wohnung abgerissen oder was? Was willst du hier? Du hast einfach mal die Wohnung abgerissen. Was willst du hier? Hast du verloren? Ah, oh, ich wurde ganz... Ah, macht's gut. Ja, meine Freunde. Und das war Minecraft Clash bei mir. Es war auf jeden Fall ein sehr schönes Projekt und es hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Das Ende war jetzt ein bisschen traurig, weil ich eigentlich noch gehofft hätte, ich könnte nochmal ein richtig dickes Battle starten. Leider ist der Palle mir dazu vorgekommen. Aber no hate, das hat er auf jeden Fall gut gemacht. Und ich würde euch jetzt gerne in eine kleine Slideshow entlassen. Ich werde mir jetzt nicht ganz so viel krass Mühe geben, aus Zeitgründen, weil ich im Moment sehr viel zu tun habe. Wir bereiten ja gerade die zweite Staffel Clash vor und das kostet einiges an Zeit. Aber ich lasse euch auf jeden Fall jetzt mal in eine kleine Slideshow von meinen persönlichen Highlights aus der ersten Staffel Clash. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Genießt es und schaut auf jeden Fall die morgige Folge bei Dena und Palle. Es lohnt sich, Freunde. Macht's gut. Wir sehen uns in der zweiten Staffel Clash wieder und mit einer richtig, richtig, richtig fetten Ankündigung. Es wird sich auf jeden Fall krass was ändern.
Oh, ich grinse gerade so, ich bin richtig happy. Wie gesagt, Leute, viel Spaß mit diesem Video. Und lasst einen Daumen hoch, wenn euch das Projekt gefallen hat. Und wenn ihr auf die zweite Staffel euch ebenso freut wie ich, haut rein, macht's gut. Tschüss. Ja. Oh, der droppt ja auch Gunpowder. Hoho, geil. Aus der... Oh mein Gott, verdammt! Oh mein fucking Gott! Ah. Ist das crazy? Oh Gott! Lauf. Ist das crazy? Ja! 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 Hau ab! Oh Gott, das wird doch nichts. Ja! Nice! Das ging schnell. Alter. Dim, 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 dim. Oh! Was ist da passiert? Ja, wer war das? War das etwa dieser berühmt-berüchtige Scharfschütze, der dich letztes Mal auch schon weggeholt hat? War es eventuell der? So, Dena schon mal weg. Weg, weg! Ja, Freunde. Warst du zu Fuß unterwegs? Ja, war er. Er hat sich von hinten versucht anzusneaken. Alter! Jetzt boah, war das knapp! Ja, das meine ich. Also, Felix, ich würde dir jetzt anbieten. Ich meine, wir haben leicht starke Helis. Oh. Wir können es natürlich auch am Boden treffen, ne? Ha! Er stürzt runter, er stürzt runter, er stürzt runter! Was soll er, Alter? Alter Schwede, ehrlich mal! Fick das Modpack!